Europa hat gestern wieder einmal gezeigt, dass man nicht in der Lage ist, ohne eine offene Wall Street wirklich einen vernünftigen Handel auf die Beine zu bringen. Heute ist die Wall Street zumindest halbtags, also bis 19 Uhr deutscher Zeit, wieder am Start. Wir wollen uns mal die Ausgangslage anschauen. Die Märkte sind nach wie vor in diesem Rallye-Modus. Diese Rallye kann man mitmachen. Das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt einzusteigen ist aus meiner Sicht sehr ungünstig. Warum? Weil zumindest wenn man die Position ein bisschen halten will, weil schlichtweg der Markt zu teuer ist, der S&P 500 ist zu teuer. Da ist sozusagen die beste aller Welten eingepreist. Das gilt auch für den DAX. Also da muss alles gut gehen, damit diese Bewertung auch irgendwie gerechtfertigt ist. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zunächst nochmal kleiner Rückblick. FOMC-Protokoll am Mittwoch, also vorgestern. Hawkish und dovish zugleich. Hawkish in der Aussage, ja, wir werden den Gipfel der Zinsen weiter nach oben schieben. Dovish in der Aussage, die Zinsschritte werden kleiner. Die Märkte gleichwohl haben sich, oder die Wall Street hat sich das Beste rausgepickt, nämlich die kleinen Zinsschritte. Man ist gestiegen gestern, dünnstes Volumen natürlich, als die Wall Street geschlossen war. Jetzt aber haben wir die Situation, dass die Financial Conditions jetzt da sind, wo sie im August waren. Mitte August endete auch eine solche Fed Pivot Rally. Die Financial Conditions lockerten sich immer weiter und dann Powell mit der bösen Grätsche in Jackson Hole, als er gesagt hat, nee Leute, da bin ich nicht dafür, so wird das nicht weitergehen. Und jetzt haben wir eine ähnliche Situation, die Märkte arbeiten gegen die Fed, eigentlich heißt es ja don't fight the Fed, die Märkte sagen sich, die Fed, die kann doch nur bluffen, die wird früher oder später die Zinsen senken, und je stärker die Märkte steigen, umso mehr muss die Fed draufhauen, umso mehr schadet das der Wirtschaft. Das ist dieser Teufelskreis, in dem wir uns derzeit befinden. Gleichwohl durchaus möglich, dass wir vielleicht sogar heute noch ansteigen beim S&P 500 auf den 200-Tages-Durchschnitt bei 4.059 Punkten. Da sind wir so um und bei 20 Pünktchen noch entfernt. Also hier sehen wir, dieser 200-Tages-Durchschnitt, der ist immens wichtig. Das wird oft unterschätzt hier in Deutschland. Die Amerikaner orientieren sich sehr stark daran. Und bisher hat keine Bärenmarkt-Rallye des Jahres 2022 eben den 200-Tages-Durchschnitt wirklich überschritten. Wie ist die Stimmung am Markt? Wir sehen unten hier die Privatinvestoren wieder ein bisschen bärischer geworden. 40% sind bärisch, 28,9% nur bullisch. Bei den Vermögensverwaltern NAAIM sehen wir, dass da zunehmend wieder Risikobereitschaft reingeht. Die Equity Allocation, also das, was man in die Aktienmärkte packt, ist wieder deutlich gestiegen. Jetzt ein Wert über 60, das entspricht so mehr oder weniger historischen Durchschnitten. Die sind also nicht mehr unterinvestierte, kann man sagen. Und Game of Trades, die derzeit sehr bullisch drauf sind, die zeigen, dass also hier diese Ratio, Bull-Bear-Ratio bei den Privatinvestoren so bärisch ist wie eigentlich noch nie. Damit haben Sie recht. Warum das so ist, will ich aber auch gleich zeigen. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt beim VIX einen RSI, also einen relativen Stärkeindex, der noch nie so tief war auf Tagesbasis wie seit 2003. Das ist der sechstniedrigste Daily RSI seit dem Jahr 1990, als der VIX eingeführt wurde. Also wir sehen die Volatilität sehr weit unten, das Angstbarometer in gewisser Weise sehr weit unten, und je weniger Angst im Markt ist, umso größer natürlich dann die Fallhöhe. Und wir hatten ja schon in diesem Jahr eine ziemliche Fallhöhe. Hier sehen wir mal die grünen Tage, also die Tage an der Wall Street mit dem Pluszeichen. So gering wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und das erklärt natürlich auch die negative Stimmung der Privatinvestoren in den USA, die eben teilweise auf so Aktien wie Meta sitzen, auf FANG-Aktien sitzen, die auch gelitten haben. Diese ganzen Highflyer-Aktien sind sowieso abgestürzt und viele werden wahrscheinlich jetzt noch aus Steuergründen vor Jahresende Positionen, Verlustpositionen realisieren, weil man das dann steuerlich anrechnen kann. Gleichwohl ist jetzt durch diese Rallye immenses passiert. Hier sehen wir mal die Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt, so hoch wie, knapp so hoch wie jetzt im August, hoch höher als bei der vorletzten Bärenmarkt-Rallye. Wir sehen neue Hochs, neue Tiefs, auch in ähnlich hohen Gefilden. Das ist also jetzt eine Situation, in der die Parameter, wenn man so will, schon ziemlich am Anschlag sind.
Und hier jetzt eben der entscheidende Punkt, ja, wie schaut es denn aus mit den Bewertungen? Wir haben jetzt aktuell ein Kursgewinnverhältnis, Price-Earnings-Ratio beim S&P 500 von 18,3. Das heißt, der Gewinn pro Aktie soll bei $220 liegen. Würden wir jetzt ein Soft-Landing bekommen, dann wäre das gerechtfertigt. Also wir haben keine Rezession, alles läuft einigermaßen zu, ein bisschen Abkühlung, aber kein Problem. Aber normalerweise durchschnittlich hatte der S&P 500 ein Kursgewinnverhältnis von 15, also deutlich niedriger. Jetzt sind wir ja nach wie vor in einer Periode, wo die Fed die Geldpolitik strafft und andere Notenbanken auch. Die Zinsen dürften ja weiter steigen, die Bilanzsumme weiter reduziert werden. Es ist also jetzt keine Liquiditätshosse eigentlich derzeit der Fall. Würden wir also ein 15er KGV haben, wären wir bei 3.300. Würden wir eine milde Rezession bekommen, dann würden etwa die Gewinne um 15% einbrechen auf $185 pro Aktie. Dann würden wir bei einem 15er KGV schon mal bei 2.775 Punkten landen im S&P 500 und bei einer schweren Rezession noch drunter. Dann hätten wir etwa $175 pro Aktie Gewinn, also einen Rückgang von 20%. Das zeigt, wir sind jetzt sehr, sehr hoch bewertet, ein KGV über 18, das jetzt durch diese Rallye entstanden ist, in einer Situation, in der die Fed diese Rallye nicht sehen will, weil die Financial Conditions sich lockern, in der auf der anderen Seite eben letztendlich die beste aller Welten eingepreist ist. Das ist zumindest riskant, ist aus meiner Sicht kein besonders tolles Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn ich intraday jetzt eine Long-Position eröffne, okay, das ist eine andere Geschichte, aber hier geht es um den größeren Kontext. Das ist bei mir übrigens schon seit zwei Wochen so. Wir können jetzt das Letzte aus dieser Rallye noch rauspressen, aber will ich diese Fitzel irgendwie nehmen oder nehme ich die größere Bewegung? Die größere Bewegung, die dürfte nach unten kommen. So meine Sicht der Dinge. Ich kann mich da irren, das ist ja gar keine Frage, aber schauen wir uns mal an, was hier etwa der Philly Fed Quarterly Survey sagte, wie wahrscheinlich ist eine Rezession in den nächsten 5 Jahren. Absoluter Höchstwert, wurde noch nie so hoch bewertet von Forecastern, dass diese Inflation, diese Rezession kommt. Dementsprechend basiert die aktuelle Rallye der Aktienmärkte ja darauf, dass keine Rezession kommt. Das konnte ich vorhin zeigen durch die Bewertungen. Wir haben jetzt bis auf Deutschland, wo der IFO so ein bisschen und der Einkaufsmanager ein bisschen, Index ein bisschen nach oben getickt ist. Warum? Weil Deutschland eben hier jetzt, was ist das denn schon wieder, meine Damen und Herren? Das muss man mal gleich wegklicken, wenn mir das gelingt. Jetzt schließen wir das Fenster. Oh, das ist ja total nervig. Ich habe hier einen etwas älteren Laptop, der muss sozusagen nur diese Bilder displayen. Mehr ist es nicht. Und dann tauchen dann irgendwelche Geschichten ab und zu periodisch auf. Aber wie es sei drum. Also ich war bei Rezession oder nicht der Rezession. Jetzt haben wir hier die Situation, dass die Einkaufsmanager-Indizes überall nach unten zeigen, auch in Deutschland ja 8 Monate in Folge negativ, auch wenn der IFO gestern ein bisschen besser gewesen ist. Und hier schauen wir uns mal den Dollar-Index an, zum IFO kommen wir gleich, aber hier nochmal der Dollar-Index in diesem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren, da sehen wir, da sind wir jetzt knapp über dieser maßgeblichen Unterstützung im Bereich 104, ein paar zerquetschte, die das Ausbruchsniveau praktisch definiert hat. Da ist also nicht mehr so wahnsinnig viel Luft. Wir sehen, dass jetzt die Übernachtzinsen am Repo-Markt praktisch höher sind als bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Das bedeutet, die Anleihenmärkte mit ihren Invertierungen der Zinskurven, die preisen eine dicke, fette Rezession ein. Die Aktienmärkte preisen überhaupt keine Rezession ein. Vielleicht könnte man das auf den Punkt bringen. Derzeit viel Talk über Twitter und Elon Musk. Und schon auffällig, wie in Deutschland gegen Elon Musk geschossen wird. Sie wissen alle, Elon Musk gehört ja zu meinen allerbesten Freunden. Aber hier will ich ihn gerne verteidigen, denn was hier sozusagen gesagt, auch gestern in der Tagesschau, also jetzt wieder Musk macht den Weg für Hetzer frei und so weiter. Es geht zunächst mal hier um freie Rede. Ja, es gibt Hate Speech im Netz und da sollte man auch gegen vorgehen. Aber jetzt sozusagen bestimmte Dinge, die auch schiefgelaufen sind in der Vergangenheit. Ich finde es schwierig, auch wenn ich kein großer Freund von Donald Trump bin, aber ich finde es sehr, sehr schwierig, einen amtierenden Präsidenten auf Twitter zu sperren. Solche Geschichten. Elon Musk will jetzt praktisch alle Accounts wieder freischalten lassen. Jetzt heißt es hier, Elon Musk ist eine Gefahr für die Weltgemeinschaft. Natürlich ist das nicht gut, wenn eine Person letztendlich entscheidet, was in einem solchen sozialen Netzwerk passiert. Aber wenn wir uns mal unsere Öffentlich-Rechtlichen anschauen, da kriege ich so viele Informationen nicht, die eigentlich relevant sind, die eigentlich wichtig sind.
weil da so eine, ja, etwas regierungsnahe, könnte man sagen, Agenda offenkundig vertreten wird. Also ob das dann wirklich auch so objektiv neutral ist, das sei mal dahingestellt. Natürlich gibt es Probleme, aber ich würde Elon Musk hier verteidigen. Das ist eher eine gute Sache als eine schlechte Sache aus meiner Sicht. Mein Problem mit Elon Musk ist, dass er ein Pusher ist, dass er ein Manipulator ist, dass er seinen Aktienkurs nach oben gepusht hat, dass die Bilanzen von Tesla sehr große Fragen aufwerfen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Damit habe ich meine Schwierigkeiten. Wir haben jetzt die Situation, Panikkäufe, Sperrungen wegen steigender Covid-Zahlen in Peking vor allem. Wir haben da praktisch schon einen Lockdown, kann man sagen. Hier ist die Situation ja die, dass letztendlich China eben auch zu wenig Intensivbetten hat. Deswegen natürlich auch, oder das eine Motivation für diese deutlich strengeren Corona-Regeln. Jetzt bricht das wieder aus in China. Drosten, unser guter alter Drosten, schon lange nichts mehr gehört, der hat gesagt, eigentlich ist die Erfolgsgeschichte des Virus vorbei. Das wird schwierig, das nochmal durch Mutationen hinzukriegen. Die einzige Chance, die das Virus hätte, so Drosten, sei, wenn in China ausreichend viele Menschen eben infiziert werden, sodass da nochmal neue Mutationen entstehen können. Lauterbach ist jetzt besorgt und will natürlich Maskenpflicht wieder, gell? Also wahrscheinlich wird der noch im Jahr 3029 vor Corona warnen, wenn das praktisch schon lange, lange ausgestorben ist. Aber in China ist es ein Problem. Es ist es so, dass Bill Ackman jetzt auch gegen China wettet, insofern als er gegen den Hongkong-Dollar wettet, der ja nach wie vor diesen Dollar-Pack hat und auf der anderen Seite eben diesen Abschwung in China mitmachen wird. Interessante Überlegung. Wir sehen hier, Beijing is turning into a ghost town. Das passiert derzeit. Aber es sind auch andere Städte. Es ist zum Beispiel Guangzhou, da werden jetzt so Quarantänelager gebaut für 87.000 Leute. Wenn da praktisch dieser Covid-Passport Code Red wird, also wenn praktisch Sie einen roten Code bekommen, dann können Sie öffentlich kein Verkehrsmittel mehr nutzen, dann müssen Sie in solche Auffanglager, in solche Quarantänestationen. Das ist den Arbeitern bei Foxconn auch passiert, die hier protestiert haben. Denen wurde praktisch der Covid-Pass auf Rot gestellt, damit öffentliches Leben erstmal vorbei. Den Chinesen wird gar nichts anderes übrig bleiben, weil sie eben zu wenig Kapazitäten haben, als jetzt zu versuchen, wieder mit Lockdowns zu agieren. Das bedeutet Lieferengpässe, Materialmangel kann wieder kommen. Wir sehen hier ja schon massive Ausschreitungen bei Foxconn. Das wird ein Riesenproblem. Die Zentralbank steuert jetzt dagegen. Es dürfte bald wieder Zinssenkungen geben in China. Das Problem ist, was hilft dir billiges Geld, wenn sozusagen das Wirtschaftsleben erstarrt wie in Corona-Zeiten, dann leistest du dir trotzdem kein Geld, weil du es nicht brauchst. Wofür denn eigentlich? Gleichzeitig geht jetzt die chinesische Regierung gegen Ant vor und damit gegen Jack Ma. Da wird jetzt eine Strafe von 1 Milliarde Dollar verhängt. Und wie gesagt, bei Foxconn sehen wir die Situation, dass die Produktionsausfälle immer größer werden. Das dürfte für Apple schließlich doch ein Problem werden, auch für die Apple-Aktie. In Deutschland haben wir gestern den IFO-Geschäftsklima-Index gehabt. Besser. Wir sehen jetzt allgemein so eine Stimmungsaufhellung, weil alle eben wissen, okay, das mit dem Winter, das dürfte klappen, aber das große Problem kommt dann, denn wir konkurrieren hier um Flüssiggas mit anderen Ländern und andere Länder sind bereit, Langfristverträge wie China zu schließen, mit Katar etwa. Wir sind das nicht, dementsprechend wird das noch eine ganz heiße Geschichte. Wahrscheinlich nächsten Winter die Übergewinnsteuer von 90% auf erneuerbare Energien kommt jetzt und auf Atomkraft. Wir sehen, dass die Sparkassen, und das ist auch etwas, was im Bankensektor der USA noch passieren muss, Abschreibungen machen auf das, was mit Anleihen passiert ist. Die haben ja massiv im Kurs verloren. Das muss man eigentlich abschreiben. Die Sparkassen tun das. Und wir sehen auch Warnsignale, was die Bundesanleihen betrifft. Also hier auch invertierte Zinskurven als praktisch Vorgriff für die Inflation. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Gas gespart wie Klaus Müller von der Bundes, von der Agentur, wie heißt das, also der da zuständig ist, Network, also 25%, 17% die Haushalte und Gewerbe, 21% haben wir gespart, gehen in der Vorwoche 33, lag natürlich auch im Wetter, dass das ein bisschen kühler geworden ist, 21% der Einsparung sollten wir nicht unterschreiten, Gas wieder jetzt etwas gestiegen, so 126, 125 Euro. Abschließend drei Hinweise, meine Damen und Herren, Tesla-Aktie, die ist ja deutlich gefallen, ist die jetzt günstig bewertet? Hier schauen wir mal eine Grafik an, die wo uns zeigt, wie Klinsmann sagen würde, dass wir hier eine Schulter-Kopf-Schulter haben, die eigentlich noch Potenzial hat.
die Aktie könnte noch deutlich weiter fallen. Ist Tesla jetzt günstig? Ja, also wenn Sie pro verkauften Auto 600.000 Euro praktisch mal anlegen, okay, dann ist das eine vernünftige Bewertung dafür, dass Tesla ja die Zukunft gehört. Sie werden ja bald kein anderes Auto mehr auf der Straße sehen, Geld, das ist ja klar. Insofern ist die Aktie günstig. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, die Briten haben keine Eier. Naja, also zum Essen zumindest. Und das zeigt, wie schnell es gehen kann, dass bestimmte Lebensmittel nicht mehr da sind. Zweite Empfehlung. Und dritte Empfehlung nochmal, da packe ich Ihnen den Link rein, über Investieren und Traden, Scheitern und Erfolg. Ich glaube, da waren nützliche Dinge dabei, die wir hier mit Jens Czernowski und Stefan Risse besprochen haben, die alle schon so ihre traumatischen Scheitererfahrungen im Traden oder im Investieren gemacht haben, aber auch Erfolge hatten. Und hier zeigen sie, warum das Ganze wohl so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.